Und am Wort ist schon Petra Bayer, SPÖ. Meine etwa 80-jährige Freundin Franziska im Fitnesscenter getroffen. Und die hat mir gesagt, stell dir vor, die depperte Bank hat mir einen Kredit für eine Weltreise gegeben. Juhu. Und sie ist natürlich gefahren und sie ist auch schon wieder zurück. Und das hat ihr sehr gut gefallen. Und es geht genau darum, dass weder die Bank die Depperte sein muss, noch die Franziska abhängig sein muss davon, dass irgendwelche Depperten trotz ihres Alters ihr einen Kredit geben, sondern dass es wirklich einerseits Rechtssicherheit für beide gibt, andererseits auch wirklich Altersdiskriminierung gestoppt wird. Und das wird durch diese Novelle praktiziert, in denen es die Klärung von Kreditwürdigkeitsprüfungen anders aufstellt und Erklärung des Paragraph 9 des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes machen wird mit einer Ergänzung im Absatz 5, dass nicht nur die Wahrscheinlichkeit der Lebenserwartung einberechnet in die Kreditvergabe, sondern eben auch Faktoren wie Gesundheit und anderes, aber auch den Wert dessen, worin der Kredit hineingeht, mit in die Waagschale wirft, was auch dann letztendlich Sicherheit für die Erbinnen und Erben bedeutet. Und ja, es ist ein absolut wichtiger Schritt gegen Altersdiskriminierung und ja, ich glaube, der Kollege Drobitz hat da wirklich unendlich viel dazu getan und unendlich viele Anträge gestellt. Und es ist ausgesprochen billig zu sagen, ihr habt einen eigenen Föller repariert, jetzt gacker nicht drüber. Nein, da war ganz, ganz, ganz viel Energie dahinter, da war ein langer Atem dahinter. Diese Anträge sind unendlich oft vertagt worden. Es ist wunderbar, dass es jetzt diese Lösung gibt, diese Einigung gibt, der wir ja natürlich auch zustimmen werden. Und es ist wunderbar, dass ältere Leute oder auch kranke Leute jetzt die Möglichkeit haben, sich ihr eigenes Leben besser zu gestalten, schöner zu gestalten, umweltfreundlicher zu gestalten, sei es durch den Einbau von, ist eh schon gesagt worden, Treppenliften, anderen Fenstern, Heizungen oder was auch immer, durch Sanieren. Es geht darum, dass Menschen Lebensqualität gewinnen, nicht aufgrund dessen, dass sie von Almosen und Gutwill von anderen abhängig sind, sondern dass sie jetzt auch wirklich diese Altersdiskriminierung nicht weiter erleben müssen. Fein, dass wir so weit gekommen sind. Nächster Redner, Herr Abgeordneter Klaus. Lob für das Gesetz kommt auch von Petra Bayer von der SPÖ.